Eine Besonderheit unserer Region ist sicherlich das Thema Berg und See. Wir haben die Berge, die bis 2100 Meter hinauf Wege und Trails bieten. Man biket bei uns mit dem Mountainbike wirklich bis zu den Gipfelkreuzen. Und wenn man nachher wieder runterkommt ins Tal, erwartet dann nicht nur die Unterkunft und eine gute Jausen, sondern vor allem auch der See. Und das ist was Geniales, wenn ich nach einer Tour in einen 25 Grad warmen See springen kann, dann ist das einfach ein Highlight für jeden Rennradlfahrer und für jeden Biker, den es sonst wo nicht überall gibt.